Fahrzeug jetzt unterwegs nach leichten Kopfschmerzen. Scheiße, Mann, der war auch wieder so lange da oben, Mann. Scheiß Dukes. Das können nicht umgehen mit Auto. Kann doch nicht so weit sein, scheiß Dukes, Mann. Wo packen die das eigentlich aus? Ich glaube, irgendwer von Bone hat mir das gezeigt. Ich habe keine Ahnung. Jupp. Yep. Wäre auch interessant, ob wir die ausparken können. Das wäre so ein Ding, ne? Ich glaube, wir können das, Mann. Ich glaube wirklich, wir können das. Wir müssen einfach mal, vielleicht einfach mal gucken. Also vorher fragen und dann gucken. Ja, ich will aber jetzt nicht an die ganzen Inventarsachen dran, Mann. Ja, ist zu teuer alles, wenn das Internet kaputt ist. Einsätze, sowas wie jetzt beispielsweise. Ja. Wo einfach der lange Arm des Gesetzes. Ja, sein Priorität Nummer 1 jetzt. Einfach mal durchgreifen muss jetzt. Müssen die Leute in ihre Schranken weisen? Ja. Dann eigentlich gleich da sein. Scheiße, Mann, wie lange brauchen Sie noch, Mann? Wir werden 2 Minuten eintreffen. Yeah, yeah, motherfucker, wer ist da? Hallo, Captain Packer, hier ist der Busfahrer. Fucking Rick, Mann, was geht ab? Können wir uns irgendwo treffen? Ja, gerade ist schlecht, ich habe gerade Einsatz, aber seien Sie einfach in der Nähe vom Taxiunternehmen, ich komme da irgendwie vorbei, Mann. Ja, mir wäre es lieber, wenn wir uns irgendwo treffen könnten, wo nicht viele Leute rumhängen könnten. Ja, verdammte Scheiße, dann müssen Sie mich später nochmal anrufen, ich kann gerade nicht. Alles klar, mach ich. Jo, bis dann, Mann. Okay, los. So, folgen Sie uns, Mann. Officer, steigen Sie mal aus dem Wagen aus und lassen Sie mich kurz mal zurücksetzen, Mann. Ja. Danke Ihnen. Hey! Verdammte Scheiße, gehen Sie aus dem Weg, Mann, ansonsten werden Sie festgenommen, Mann! Hey, Pendejo, was macht ihr denn hier? Echole, hey!
Alright. Hey Kulo, was wird denn das hier, hä? So, und jetzt noch davor. Was passiert, wenn man die Autos vom SCPD klaut? Viel Spaß bei der Arbeit! Ich tanke eben das Fahrzeug. Scheiße, Mann. Der soll mal sehen, wie der klarkommt mit dem Scheiß, Mann. Der hat eure ganzen Fahrzeuge geklaut hier, oder was? Ja, da stehen 6-7 auf dem Hof. Da stehen 6-7 auf dem Hof und wir konnten ihn nicht rausfahren, weil die die zugestellt haben. Also haben wir uns gedacht, wir sind erwachsene Männer, Mann. Wir stellen jetzt mit unseren anderen Fahrzeugen deren Fahrzeuge zu, Mann. Dann können die überhaupt kein Geld verdienen, Mann. Wir müssen wieder ein Auto mitnehmen. Hier. Müssen mal gucken. Ich glaube, das, was vor dem Panzer. Leute. Ja, was vor dem Panzerfahrzeug steht, glaube ich, nehmen wir einfach mit. Aber wir können es ja erstmal genießen. What? Das ist unkonventionell, ja. Das seien doch diese kleine Moped, wo wir gesehen haben. Boah. Ist der Kobi da hinten noch alleine? Hier. Yeah. Klingeln? Scheiße, Mann, packen Sie Ihren Knüppel weg, Mann. Ihre Leute sind ganz schön nervös, oder? Na, die mögen es einfach mit dem Ding rumzuknüppeln, Mann. Ja, ist ja irgendwo verständlich. Sie brauchen mich hier oben noch? Hier unten? Nein, wir fahren Sie aber gleich zu einer Garage, damit Sie. Wir nehmen Sie erstmal mit, wir müssen ja ein Auto nehmen. Genau, am besten oben irgendwie Richtung Bohan, weil da steht das Motorrad noch draußen. Da würde ich das dann einfach wieder für die Streife nehmen. Ja, machen wir gleich, Mann. Geben Sie Captain Cannon Bescheid, dass unser Fahrzeug hier unten erstmal verweilt? Ja, ich würde ihm das erstmal sagen, aber wenn Sie ihn zufällig sehen, soll er mich direkt anrufen. Ansonsten versuche ich ihn heute zu greifen. Gebe ich so weiter, ja. Ich gebe das auch Leitstelle. Hat gerade einer von Ihnen unten in Dukes, oder? Ja. Yeah. Okay. Mendoza hat es. Ja, die Leitstelle, die weiß ja dann Bescheid in dem Sinne. Dann einfach beim nächsten Übergabegespräch mit absprechen. Jupp. Yep. Ein Träumchen. Wundervoll, Mann. Einfach wundervoll. 99479. Jupp. Haben Sie gesehen, dass das Kommunistenfahrzeug hier direkt vor dem Streifenwagen steht? Das habe ich nicht gesehen, aber ich komme direkt mal dazu, Mann. Der Wagen, den wir durchlöchert haben. Warum zur Hölle steht dieses Fahrzeug hier, Mann? Und was sei mit diesem Auto hier? Diese Kommunistenschmutz. Was denn Kommunistenschmutz? Da ist ein roter Stern an der Seite, Mann. Sie? Ja. Und? Was ist ein roter Stern an der Seite, Mann? Das ist ein scheiß Kommunistenfahrzeug. Ich kenne einen guten Laden im Bohren, da ist auch ein roter Stern. Das sind die besten von den Stadt. Dann sagen Sie mir mal, was das für ein Laden ist, damit wir da mal reingehen können und den ordentlich zusammenschlagen, Mann. Sie ist den Red Cat. Red Cat? Sie ist in der Nähe von den Diner, hä? Red Cat, da gehen immer die ganzen Trucker den hin. Die Frauen sind ein bisschen derber, hä? Scheiße, Mann. Red Cat. So wie Katze, Mann? Sie. Yep. Sie arbeiten hier, Mann? No. Was machen Sie denn? Ich mache hier den Aushilfsarbeiten öfter mal, hä? Ein bisschen da arbeiten, ein bisschen hier den arbeiten, ne? Okay. Ah, verstehe, Mann. Ich hab letztens den geholfen, den PD-Autos abschleppen, hat sich überschlagen, ne? Und dann der kommt ja den Puto her und sagt einfach, ist nicht gegangen und nicht kaputt gewesen. Kippt einfach seinen Tank da rein. Zügel dein Wortwahl. Verdammte Scheiße, Mann. Hier sitzen einfach 8 Polizeifahrzeuge. Woher sollen wir wissen, was defekt ist oder nicht, Mann? Sie? Sie können doch nicht einfach den zupacken. Ja, wir können das zupacken, Mann. Die sind einfach gestohlene Fahrzeuge. Wollen Sie dafür aufkommen? No, aber wenn Sie bezahlen Sie Ihre die Rechnung, hä? Welche Rechnung, Mann? Der für den Reparierung und Abschleppung. Das sind einfach gestohlene Fahrzeuge, haben Sie mir zugehört, Mann? Das ist doch nicht denn gestohlen. Natürlich. Die hier fahren durch die Stadt und nehmen Polizeiautos mit, Mann. Einfach so. Das ist Diebstahl, Mann.
No, no, das war immer denen von Polizei gesagt. Niemand, und Rechnung niemand zu den Duffy, die hat immer gesagt, ey, ich weiß genau, es war der Typ mit dem Schnurrbart. Hat immer gesagt, schickt ja den Rechnung zu Duke's PD, aber bezahlt er niemand. Wie war denn das gestern mit meinem Polizeiauto und diese Ruhe Nieder? Was nochmal bitte? Was haben Sie nochmal? Wiederholen Sie das mal bitte. Rolle, da war den Typ von euch mit den Schweinenase und den Schnurrbart, ey. Ja. Hat gesagt, den Rechnung zu Duke's PD. Immer wenn die haben den Unfall, die haben ständig den Unfall. Und dann, wir bringen den Fahrzeug hierher, hä? Wie viele Fahrzeuge haben Sie denn hergebracht, die einen Unfall hatten vom von Bone? Ich hole, da wo ich dabei war, waren mindestens den drei, hä? Bin aber nicht denn jeden Tag hier zum Helfen. Ja gut, das sind aber nicht drei Fahrzeuge, die hier stehen halt irgendwie was um acht. Die? Da müssen Sie dann den Chef den fragen, hä, warum die alle hier sind. Vielleicht wegen nicht bezahlter Rechnung, vielleicht ist groß in dem Missverständnis, Herr Rolle. Fucking Bowen. Okay, das war's schon, mehr wollte ich nicht wissen. Wir können los. Easy. Was sei denn das? Wenn einfach Bäumleute gehen hin, sagen Rechnung übernehmen Dukes oder was? Die wollen uns in die Scheiße reiten. Okay, wir brauchen zwei Fahrzeuge. Ja, dann nehmen die, wo vor die Panzerwagen steht. Die Brown. Was ist eigentlich mit euch los da oben in Bowen, Mann? Warum macht ihr so eine Scheiße, Mann? Weil unser Captain hat überhaupt nichts gemacht. Warum sagt er das dann da? Die glauben dem statt dem Captain, ja? Ich glaube der, einfach erstmal das, was ich höre, Mann. Ja, der, der die Kommunistenkarre auf dem Hof stehen hat. Dem glauben sie, ja. Dem gehört der Laden gar nicht. Warum ist das so? Warum sagt der, dass die die Rechnung hier haben, Mann? Vielleicht wollen die uns gegeneinander ausspielen. Wirklich? Ja, würde ich jetzt so schätzen. Sollte sich das bestätigen, werden wir bei ihnen einreiten. Da können sie aber von ausgehen, Mann. Das können sie machen, aber ich bezweifle hart, dass unser Captain das gemacht hat. Verdammte der Scheiße. Ist ein stolzer Patriot, der wird das nicht machen. Stolzer Patriot, also... Patriotisch kann man auch sein, wenn man selbstsüchtig ist. Unser Captain ist nicht selbstsüchtig. Unser Captain ist aufopferungsvoll. Aufopferungsvoll, gottgleich, wird verehrt. Ich verstehe die Scheiße schon, Mann. Genau so ist man eben nicht selbstsüchtig. Alles klar, Mann. Okay, wir bringen sie trotzdem erstmal hoch. Kommen Sie. Ich fahre sie hoch mit dem Unmarkierten hier. Jungs, cool. Ihr fahrt ins PD. Ich komme gleich dazu. Alles klar. Ja. So, ich muss hier rein. Wie gesagt, ich bezweifle wirklich hart, dass unser Captain das tut. Ja, ich nicht. Sie mögen sich nicht so, oder? Doch, Mann. Ich versuche hier der Kleber zu sein, der die PDs zusammenhält. Aber ich bin auch nicht dumm. Und wenn es immer wieder heißt, Dukes ist scheiße, Dukes ist das, Dukes ist dies, dann höre ich weg. Ja, aber das gleiche kriegen wir von ihren Leuten auch zu hören. Das ist die Antwort auf die Kacke, die sie machen, Mann. Ich habe das PD von Grund auf aufgestellt. Da war kein Mitarbeiter da, Mann. Was meinen Sie? Sie sind mit diesen 18 Polizisten, die Sie da irgendwie haben, reingekommen. Und das Erste, was Sie machen, ist die ganze Zeit die Dukes schlecht reden, Mann. Und jetzt haben wir den Salat. Das ist natürlich scheiße, ne, wenn das nicht passt. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht bei. Aber wie gesagt, ich bezweifle wirklich hart. Ich denke, also die Frage ist eher, warum jetzt die Kommunistenkarre auch da stand. Weil wir die gestern in die Luft gejagt haben und die da zur Reparatur steht. Darum steht die da. Ja, dann soll die erstmal ablackieren. Das machen die doch da nicht, Mann. Ja. Yeah. Also dafür ist mein Dienst als Funkgericht, dass ich mir da irgendwas groß erlauben dürfte. Aber wie gesagt, ich würde die Hand für meinen Captain ins Feuer legen, dass es nicht gemacht wird. Das ist vollkommen richtig. Wo legen Sie die Hand rein? Niemand legt die Hand für irgendwas rein, wenn er scheiß Kadett ist. Das ist so, als würden Sie ein Praktikum machen bei dieser komischen neuen Firma mit diesen ganzen Internets und so. Da legen Sie einfach nicht die Hand ins Feuer. Sie wissen gar nicht, wofür das ist, Mann. Ja, unserem Captain traue ich das wirklich nicht zu. Seit wann sind Sie denn Officer? Ja, noch nicht. Na, sehen Sie. Was denken Sie, wie lange das Fahrzeug jetzt da unten steht? Geben Sie dann Bescheid, wenn es wieder weggeräumt werden kann? Ja, ich denke, sobald die kommen, werden die sich beschweren, ne? Ja, das wird relativ zeitnah sein, denke ich, vom Anruf her. Jupp.
Ich werde mich da in der Nähe aufhalten, aber das werden wir dann wieder zurückfahren. Ist ja nur ein Fahrzeug hier. Ja, zu Not, die Kinder, wie gesagt, einfach durchfunken. Wenn das Fahrzeug da weg kann, dann organisieren wir das von hier oben irgendwie. Jupp. Ich glaube auch nicht, dass unser Parkwärter ihnen das abnehmen würde. Beziehungsweise sie können ja gerne mal nachschauen, ob er ihnen das auch rausgeben würde, wenn sie wollen. Wo ist denn das? Geradeaus. Da in diese, an diesem Hotel, also einfach weiter geradeaus fahren. Und da hier steht rechts, dieser. Genau, hier rechts und da steht dieser einzelne der Typ da? Seite der Herr. Genau, der hinter meinem vor meinem Motorrad. Guck mal an. Ja, doch. Kann ich rausholen, Mann. Okay. Gut, dann würde ich mich wieder auf Streife begeben. Ja, kein Problem, Mann. Bis später. Später. Was ist? Was machen Sie denn da, Mann? Ich hätte fast den Finger tot gefahren. Grüße, amigo. Was ist denn mit Ihnen? Ich habe ein riesen Problem. Ich habe ein riesen ein Paket dabei. Was für ein Paket, Mann? Da steht Knubbel drauf. Keine Ahnung, was drin ist. Ich teile ja nur aus. Ich frage ja nicht nach. Dann fragen Sie mal den Officer da drüben. Ich glaube, der ist zuständig. Der kommt da gerade angerannt. Ja, alles klar. Verdammt, der will gerade in ihr Auto rein, Mann. Hey, amigo! Das ist mein Truck! Mann, was ist hier oben in Bohnen los, Mann? Okay, Mann. So, wir machen eine Streifenaufteilung. Ich schnapp mir Omar und der Rest, ja, Jungs, ihr könnt dann zusammen los. Ja, ich bin mobile Leitstelle, von daher, ich fahr dann einfach mit. Ja, solange bei nicht uns so sind auch noch ist. Nicht so viele da. Genau, ich schau mal kurz rein, wie... Okay. Kofferraum. Dann Streifen 1 dann. Warum ist leer? Wir müssen auf jeden Fall zum Supermarkt und das Ding holen. Okay.
Alright. Wissen Sie, wo der Supermarkt ist? No. Mendoza, wissen Sie, wo der scheiß Supermarkt ist, Mann? Fahren Sie mal neben Ihnen, dann. Mendoza! Wo ist ein Supermarkt? Wenn Sie mich meinen, ich bin Jacoby. Kobe. Scheiße, Mann, ja, Jacoby. Ihr Bart. Scheiße. Der Supermarkt, wenn Sie. Ich muss mal kurz hier auf meine kleine Karte gucken. Da, wo der. Der Hof war, wo wir eben waren. Da ist auch ein Supermarkt? Wenn Sie von dem Hof aus zurückfahren, an der Baustelle vorbei. Ja. Und dann zu dem Burger Shot. Zwei Blocks weiter nach. Moment, das muss ich gerade mal gucken. Aber ich fahre einfach mit Ihnen zusammen dahin. Das ist schwer zu erklären, die Ecke. Alles klar, Mann. Aber wir fahren da oben rum. Okay. Und warum gestern noch viel los, oder? Ich war doch da am Feierabend, Mann. Stimmt. Ich dachte, wir waren noch unterwegs. Jupp. Gigi. 3-4-3-10 nach Dukes. Haben Lob von meiner Kollegin bekommen, eben. Ja. Yeah. Ja, yeah, wegen Beförderung. Gute Arbeit, Oma, Mann. Dankeschön. Ich bin mir allerbeste Mühe. Ich habe ihn ja gesagt, wollte nicht enttäuschen und weit bringen. Bürgershoot? Ah, ja, yeah. Den kenne ich, Mann. Ein Drecksladen. Sehen aus wie Scheiße drin. Ja, aber die Burger waren gut, Mann. Ja, schon, aber ich musste zum Essen rausgehen. Stinkt ein bisschen nach Ratte da drin, ja. Ja, yeah, nach Sumpfarsch. Was ist ein amerikanischer Tittenladen, Mann. Girls, girls, girls. Okay. Hier haben wir den Laden. Beim Friseur ist sonst auch noch ein Supermarkt, direkt da drunter. Oh, ich hab kein... Sein hier ein Bankautomat? Ich mach schon, Mann. Ja, draußen. Was haben wir denn hier? Haben Sie eine... Haben Sie... Fuck. Ja. Haben Sie einen Tankkanister? Hier. Ich hab hier noch ein Portemonnaie. Ja, Tankkanister reicht noch. Alright, ich hab einen geholt, Mann. Nee. Ich kaufe einen, alles gut. Captain. Die Dame hat Big Packs, also 18er. Ich hab schon ein Big Pack dabei, Mann. Sehr gut, wollte nur Bescheid geben. Juju. Haben Sie gesehen, die haben die Big Packs von den Zigarettes. Man sieht am Adleraugen, aber ich habe schon welche dabei. Wir machen erstmal eine Zigarettenpause vor dem komischen Abschleppdienst. Okay. Ich bin gespannt, ob können Regeln friedlich oder nicht. Scheiße, können wir hier runterfahren? Hier. Ja, wir können. Dein Police.
Gut. Scheiße, Mann, warum ist denn der Motor jetzt nochmal angegangen? Ist ein Schlüssel nicht richtig abgezogen? Jetzt, Mann. Okay. Ob der da eigentlich wohnt? Keine Ahnung. Erstmal ein bisschen. Da gucken wir mal, Papa. Wäre denn ein schöner Album? Ja. Yeah. Sie versorgen ihre Familie immer noch mit Bildern, ja. Ja, yeah. Und zu die Bilder schmeißen immer ein bisschen Geld. Glauben Sie, dass das scheiß Bohren das war? Ich wüsste nicht. Können Leute noch nicht so einschätzen. Haben noch nicht viel mit denen zu tun gehabt. Ich habe mich da eigentlich immer relativ freundlich benommen, Mann. Ich war immer ganz nett. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum Sie so eine Scheiße abziehen sollten mit... Was sagen Bauchgefühl? Schätzen so ein, diese Chief da, oder schätzen eher nicht sein? Ja, Mann, das ist halt... Den sein Vater war Officer, der hat das PD da geleitet. Den sein Vater war der Officer, der das PD geleitet hat. Und den sein scheiß Vater, Kuhbauer, Mann. Und der vor der Vater, der hat auch wieder das PD geleitet. Das ist halt so ein Ding, Mann, bei denen. Ein so Familientradition. Ja. Yeah. Das sind halt, weiß ich nicht, Mann. Das sind halt irgendwelche... Vielleicht müssen gekonnt mal ein bisschen rumfragen, so unterschwellige Anmerkungen machen. Ja. Das sind halt irgendwelche Sachen, Mann, das ist so... Ich glaube, die sind da nicht, weil sie so kompetent sind oder so cool, sondern die sind halt einfach, weil... Vitamin B. Ja, weil das scheiß Canon ist und weil er das schon immer gemacht hat, weil in dem Drecksloch niemand arbeiten will. Aber wieso seien dann da so viele Policemen? Ja, genau, weil das für die alle so läuft, Mann. Das sind alles irgendwelche... Scheiße, Mann. Cousins, Cousinen. Alles. Scheiße, dein Mann. Stammbaum sein aus Christ oder was? Ja. Ich denke schon, dass die alle verwandt sind, ehrlich. Scheiße, inzuchtgetriebene Hillybillys da oben, Mann. Sehen sich immer als den amerikanischen Alpha-Predator, aber ganz am Ende wirklich. Für die ist 2 plus 2 halt irgendwie 15 oder so. Keine Ahnung, Mann. Oh mein Gott. Und damit meine ich den Stammbaum wieder. Ja, ja. Aber nicht eine bessere Bildung. Ja, müssen halt irgendwie unterschwellig anfragen, so, ne? Was ist, warum die das behaupten und was sei denn da los? Aber wenn das wirklich stimmen. Das wird eine Eskalation geben. Wir müssen dann viel erstmal für sich behalten dann. Erstmal nichts sagen zu die anderen. Scheiße, Mann. Die Situation ist so schon angespannt. Die PDs sind wirklich nicht gut auf sich zu sprechen. Bowen sagt scheiß Dukes. Dukes sagt scheiß Bowen. Ich war letztens an meinem ersten Tag, genau. Da war ich an Würfel, an Taxistand. Ist ja dasselbe, ne? Ja, verstehe ich schon mal. Ja, waren ein Taxistand. Und da waren zwei von diesen Bohem. Ja. Yeah. Dieser Typ, wo machen 24-7 Leitstelle. Ja. Yep. Und der haben so komische, abfällige Bemerkungen gemacht über uns Kadetten von Bohem. Von die Dukes waren das. Nee, hey, jetzt sei nicht durcheinander. So viel Bohem und Duke. Von dieser anderen PD, nicht unsere. Bohem, Mann. Ja, Bohem, ja. Und der haben abfällige Bemerkungen gemacht. Und dass unsere Kadetten seien nicht so gut und so. Verdammte Scheiße, Mann. Dann, die Leserate da oben, 77% der fucking Bowen Police Officer sind Analphabeten, Mann. Und dann haben eine von unseren Kadetten gesagt, so, ey, was soll denn das? Redet mal ein bisschen mit Respekt. Wir seien doch Kollegen, müssen doch aufeinander aufpassen und so. Ja. Yeah. Und dann haben er ihm ein Eis oder Lutscher irgendwas gegeben und habe gesagt, so, Sache seien geklärt. Und dann seien einfach weggefahren. Scheiße, Mann. Bowen Motherfucker. Ja. Ja, wir müssen mal gucken.
was da rauskommt. Was das Ergebnis von dieser ganzen Scheiße ist, Mann. Da kommt ein Auto. Was wollen? Ja, wir müssen irgendwie rauskriegen. Ich müsste mal vier Augengespräch machen mit diese mit yep. diese Chief da. Jupp. Hey CAB, Motherfucker. Scheiß Motherfucker, verpiss dich, ansonsten komm ich in deinen Laden und klaue dir deine scheiß Wasservasen, Motherfucker! Der alte Sack hat nur große Fresse, wenn er in einem schnellen Auto sitzt, Mann. Müssen wir mal vorbeifahren. Mal Vase füllen mit Urin. Mal gucken, ob dann immer noch so gut verkaufen. Yep. Aber ja, da müssen ermitteln. Müssen gucken, was die haben vor in Bohem. Das gibt eine ganz große Eskalation, wenn das wirklich so seien. Yep. Wir werden sehen, Mann. Wenn nicht, bringen mir diese Chief. Ich brauche nur einen Barter oder einen Kopfer. Und 20 Minuten. Ich werde ihn rauskriegen. Verdammte Scheiße, Mann. Sie sollen den nicht verzaubern, Mann. Mit ihrer Voodoo-Scheiße. Das ist voll gefährlich, Mann. Sei nicht scheiße. Ich weiß, dass es nicht scheiße, Mann. Das ist einfach Voodoo-Shit, Mann. Bringen aber ein Ziel. Das können sie mit diesem ganzen Kram machen. Die können auch dann irgendwie so eine Puppe flechten oder so. Mein Papa hatte eine kranke Kuh. Waren aber vorher beste Kuh mit beste Milch. Hab ihn immer gut gemacht. Kuh wurde krank. Und wir haben einen Mann neben unser Dorf in einer Hütte leben. Yeah. Der war schon alt, da war mein Papa noch ein junger Bursche, so wie ich. Yeah. Er hat gebracht Kuh und Kopf von Ziege und Ziegenblut. Und zwei Tage später, unsere Kuh waren wieder gesund. Haben beste Milch gegeben. Eine Frau in die Dorf war todeskrank, hatte Fieber, hatte überall so komische Pickel und alles. War richtig krank. Frau wurde gebracht zu diesem Mann. Drei Tage später waren wieder gesund. Verdammte Scheiße, Mann. Und dann ist sein Erstgeborenes irgendwie so ein fucking halb Mensch, halb Ziege geworden oder so ein Scheiß? Nein, die Frau haben dem Mann Kuh gegeben. Also und die Frau waren gesund. Also bezahlt man. Wie so ein Medizindoktor. In der Art, ja. Du geben etwas, du bekommen etwas. Scheiße, Mann, können Sie mal da so einen Zauber raussuchen? Und dann verzaubern wir das Scheiß-Bipi? Was müssen wir geben, um den Scheiß da irgendwie, weiß ich nicht was? Normalerweise heißen... So ein Sinkhole oder so? Normalerweise heißen Blut für Blut. Ah, verstehe. Du dürfen nicht betrügen, die schwarze Gut. Sonst die schwarze Gurt suchen die Scheim. Ein Mann wollte ihn gewinnen in Lotto und hat einen Zauber angewandt, hat einen Tanz aufgeführt, hat einen Ziege geopfert. Ja. Der Mann werde nie wieder machen Kinder. Fuck, Mann. Schwarze Gurt hat ihn genommen, sein Manneskraft. Schieße nur noch mit Platzpatronen. Und das wollen kein Mann. Davor haben Angst. Ja. Der alte Mann hat auch immer gesagt, nicht betrüge die schwarze Gott, sondern die schwarze Gott betrügen dich. Das geht nicht gut aus. Okay, also wir brauchen Blut für Blut. Ja, wenn kommen hart auf hart, müssen gucken, ja. Scheiße, Mann, wo kauft man denn hier in scheiß Liberty City eine Ziege, Mann? Wir haben doch Import-Export. Oh je. Yeah. Ach halt, das waren ja nur Geräte eigentlich. Ja, yeah. Aber wir müssen eine Ziege kaufen oder so. Ja, oder ein Kuh. Wenn sollen nur kleine Sache sein, ein Huhn reichen auch. Das wird aber eine große Sache, Mann. Vielleicht müssen wir einen Elefanten holen oder so. Scheiße. Oder so ein Wal. Wo kauft man denn einen Wal? Was auch gut gehen sein. Wir können bei Fackrollen mal fragen, ob die Walfleisch haben, Mann. Ja. Vielleicht Walfleisch oder. Oder. Was gehen denn noch? Nee, lieber Walfleisch. Deutsch im Stahlprime. Bist du noch, wenn du wollen, große, gute, starke Schlagstock? Sehr, sehr praktischer Schlagstock. Brauchen yep. Plazenta. Scheiße, was brauchen wir dann, Mann? Plazenta.
Ich habe nicht Regel gemacht. Don't hit the player, hit the game. Scheiße, Mann, wo kauft... Scheiße, in Afrika, Mann. Du kriegst alles, wenn du Geld haben. Oder wenn du kennen Leute. Sag ja, sein verrückte Land. Scheiße, Mann. Klingt wirklich krank. Ja. Aber wie gesagt, wir Kuh haben gereicht. Wir waren froh. Yep. Warum Pepina? Arme Kuh. Aber jetzt gehen wieder gut. Aber ein Burger von gestern, Mann. Oh, ich war heute wieder in Clucking Bell. Was haben Sie geholt, Mann? Ich habe wieder Gubbel Gubbel geholt. Dann so ein Krusty, so Salat. Und Pommes. Ja. Pommes. Sein? Nee, sein nicht. Denke nicht, Mann. Wird er vielleicht noch schlafen in seinem Wohnwagen? Das kann sein, Mann. Oder ich noch ein ganzes Menü übrig habe, Mann. Wie viele Menüs haben wir geholt? Ich hab noch eins übrig, Mann. Da waren wieder diese Auto. Oder sein jemand? Gucken. Ja. Sein diese Lady. Dann in den Wohnwagen reingegangen. Das kann sein, Mann. Wir warten lieber noch. Nicht, dass sie machen da drin ein Rambazamba. Im Funk? Ah ja. Bei mir auch, verdächtig ruhig, Mann. Ja. Jo. Cool. Lange schlafen, Leute. Kann nicht wahr sein. Vielleicht hat er noch Termine, Mann. Wir müssen ja nicht schlafen. Kann ja nicht jeder den ganzen Tag arbeiten, so wie wir. Besser wären. Dann würde nicht auf dumme Gedanken kommen. Yep. Kurze Info in dem Funk. Es wurden gerade Schüsse in der Nähe der Taxizentrale gehört. Komm. Schreibe 1 zu verstanden. Ende. Scheiße, Mann. Schüsse, Mann. Ja, sollen wir vielleicht lieber hinfahren? Ja, und später nochmal kommen? Müssen wir auf jeden Fall machen. Ich meine, hier wird ja auf jeden Fall nichts wegkommen. Ja, ja.